Ich bin Marc, Co-Founder und CEO von Yasai, ein Startup und Spin-off der ETH Zürich. Und Yasai bedeutet eigentlich nichts anderes als Gemüse auf Japanisch. Und das ist, was wir tun. Unser Ansatz ist, mehr mit weniger anzubauen. Grow more with less. Und wieso wird ein Architekt im 21. Jahrhundert zu einem Bauern? Nun, dieser Punkt hier, das ist der Grund. Das ist das Raumschiff der Menschheit. Heute sind wir rund 8 Milliarden Menschen, 56% urbanisiert. Und in 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen sein und noch urbanisierter als jemals zuvor. Zugleich werden wir die gleichen Ressourcen zur Verfügung haben, den gleichen Planeten, um uns zu ernähren. Wenn wir diese Thematik ansprechen, das ist eine Thematik, die in der Architektur auch schon von Rem Koolhaas angesprochen wurde. Countryside the Future, das ist derzeit eine Ausstellung im Guggenheim Museum in New York. Leider kann man diese nicht besuchen wegen Covid. Auf jeden Fall spricht er auch schon diese Thematik an. Wieso ist das so wichtig? Wenn wir weltweit unseren Footprint anschauen, und uns anschauen, wie viel Fläche wir brauchen, um uns zu ernähren, sehen wir, dass ungefähr 40% der gesamten eisfreien Landfläche wird gebraucht, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Im Vergleich dazu sehen wir beispielsweise, dass nur 3% sind Metropolitanregionen, Städte. Das heißt, in der Zukunft werden die meisten Menschen und leben heute schon die meisten Menschen in urbanen Regionen, in diesen 3%. Aber gleichzeitig werden wir mehr als 40% der Fläche benutzen, um uns zu ernähren. Zugleich braucht die Lebensmittelindustrie mehr als 70% des gesamten Frischwassers und ist verantwortlich für 30% aller Treibhausgase. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das darstellen und wie kann ich das auch architektonisch etwas zeigen. Und ich denke, über Satellitenbilder ist das heute sehr, sehr möglich. Hier haben wir beispielsweise ein Satellitenbild von zwei ähnlichen klimatischen Zonen. Eines in Saudi-Arabien und eines in Kalifornien, in den USA. Auf der linken Seite sehen wir ein Feld, das 130 Quadratkilometer groß ist. Ganz Zürich, die ganze Stadt Zürich hätte darin Platz. Nur um euch aufzuzeigen, von was für Größen wir überhaupt sprechen. Auf der rechten Seite sehen wir ein Feld, das pro Minute 7.570 Liter benötigt, Grundwasser. Und in Saudi-Arabien geht man sogar bis in 1 Kilometer tief, damit man Grundwasser anzapfen kann. Ein weiteres Bild ist beispielsweise hier in China auf der linken Seite. Das sind Canola-Felder. Die werden gebraucht, um Biodiesel anzubauen. Auf der rechten Seite sehen wir ganze Landschaften, ganze Hügel, die überdeckt wurden mit Zitrusbäumen in Spanien. Das hier sind Farming Landscapes von Rinderfarmen in den USA. Einmal in Texas und einmal in Colorado. Auf der rechten Seite sehen wir eine richtige Rinderstadt von 69.000 Kühen. Auf der linken Seite ebenso ein ähnliches Bild mit einem sehr, sehr toxischen See aus Dünger und Chemikalien. Also Mist auch. Hier sehen wir ein weiteres Bild aus Bolivien, Santa Cruz, wo man sehr schön sieht, dass die Agrikulturfläche sich immer mehr in den Regenwald reinfrisst. Das gleiche auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite sehen wir den Mount Taranaki in New Zealand, in Neuseeland. Und man sieht sehr schön, wie eigentlich Agrikultur der einzig größte Grund ist für die Zerstörung von natürlichen Ökosystemen. Das heißt, wir Menschen brauchen extrem viel Platz, um uns zu ernähren. Um ein bisschen zurückzukommen zu Vertical Farming oder Greenhouses. Auf der linken Seite sehen wir ein Erdbeer-Greenhouse-Feld
Um euch das, um die Größe ein bisschen besser darzustellen, hier sieht man beispielsweise ein Flugzeug. Und auf der rechten Seite ist ein Satellitenbild zu sehen von Almeria in Spanien. Es ist ein Plastikmeer von mehr als 20.000 Hektar von Treibhäusern. Wenn ihr etwas kauft im Mikro, eine Tomate beispielsweise oder Gemüse kauft, dann kommt das ziemlich wahrscheinlich aus dieser Region, wenn es aus Spanien kommt. Nun, wie können wir das ändern? Es gibt zwei Ansätze. Einer ist über Technologie, was wir als Firma anbieten können. Es ist more with less, mehr mit weniger anzubauen, das heißt mehr Effizienz. Und der andere Ansatz ist dann auch noch, und ich glaube, beide sind wichtig, dass man sie gleichzeitig angeht, ist vom Konsument aus das anzuschauen, dass man less is more, weniger ist mehr. Beispielsweise, wenn wir darüber sprechen, wie es um den Konsum steht von Fleisch. Da kann man schon ziemlich viel als Konsument auch schon beeinflussen. Wenn wir über Vertical Farming sprechen, sprechen wir über Bilder wie diese. Das heißt, das Problem heute ist, der Fußabdruck der Lebensmittelindustrie ist sehr, sehr hoch. 40% der eisfreien Landfläche, 70% des Frischwassers und 30% der Treibhausgase. Eine Lösung ist dabei Vertical Farming, weil wir mittels verschiedenen Layer 15 Mal mehr pro Quadratmeter anbauen können über das ganze Jahr, weil es Indoor ist, mit 95% weniger Frischwasser, weil es ein Kreislaufsystem ist, und ohne Pestizide oder Fumiles. Auf diese Weise können wir mehr mit weniger anbauen für die Gesundheit der Menschen, der Pflanzen und auch für den Planeten. Die Frage, die wir unseren Kunden stellen, Kunden sind beispielsweise Migros, Coop, Fenaco von Yasai, sollte dein Essen mehr reisen als du selbst? Die Schweiz beispielsweise importiert 48% von allen frischen Gemüse. Und diese Importe sind meistens verbunden mit relativ schlechten oder geringer Qualität, schlechter Sicherheit auch, Lebensmittelsicherheit, einem sehr großen ökologischen und sozialen Fußabdruck und hohen Kosten, weil es viele Trader dazwischen hat, also Händler. Indem wir Vertical Farming integrieren, können wir das umdrehen. Das heißt, wir können uns statt auf Transportabilität zu konzentrieren, können wir uns auf Qualität konzentrieren und lokal die Resilienz der Städte erhöhen. Das mit einem kleinen ökologischen und sozialen Fußabdruck und für faire und kompetitive Preise. Nun, was macht Yasai? Wir möchten eigentlich allen Leuten ermöglichen, Essen anzubauen. Deshalb offerieren wir einen Service, wobei wir die Vertical Farms bauen, betreiben und auch vermarkten. Das nennen wir Farming as a Service. Wir begleiten unsere Kunden vom Entwurf über den Bau, über den Betrieb bis zur Vermarktung von den Vertical Farms und deren Produkte. Im Moment bauen wir die erste Vertical Farm für Zürich, hier in Adliswil an der Stadtgrenze. Die wird ungefähr 7 Meter hoch sein. Hier sind ein paar Pläne dazu. Und diese bauen wir mit erfahrenen Industriepartnern wie Logix aus Holland, iFarm aus Finnland und der Fenaco als unser Partner im Markt Schweiz. Auf diese Weise können wir lokal, indoor und circular anbauen. Was bauen wir an? Mit dieser Technologie kann man beispielsweise essbare Pflanzen anbauen. Da fokussieren wir uns derzeit. Oder auch kosmetische Pflanzen oder auch Medizinalpflanzen. Was meinen wir mit Circular? Unser Ziel ist es eigentlich, ein Kreislaufsystem zu erstellen, wobei die Stadt und die Vertical Farm zusammenarbeiten. Die Vertical Farm produziert frisches Gemüse, frischen Food für die Leute in der Smart City von morgen. Und gleichzeitig können wir aber die Abfallströme, die eine Stadt produziert,
umnutzen für das Pflanzenwachstum. Das ist eine Symbiose, eine Synergie. Das nennen wir Circular Economy Farming. Und das können wir auch wieder machen auf 5 Ebenen. Das heißt, wir können eigentlich das CO2 umnutzen und einspeisen in die Grow-Kammern, in die Grow-Chambers, wie wir sie nennen. Wir können ungenutzte Räume mit Wert mehr Wert generieren und neue Jobs kreieren. Wir können Abwasser rezyklieren und die Nährstoffe daraus gewinnen und das dann nutzen, um das Pflanzenwachstum zu fördern. Wir nutzen auch die ganze Wärme, die durch die LEDs entstehen, und können dabei benachbarte Räume beheizen, zum Beispiel jetzt im Winter. Oder auch all die Bioabfälle, die wir produzieren und nicht verkaufen, wie beispielsweise die Wurzeln, verwenden wir wieder und kreieren erneuerbare Energie daraus. Um euch ein bisschen mehr in die Zahlen reinblicken zu lassen, seht ihr hier eigentlich die Betriebskosten einer Vertical Farm. Und die setzen sich aus 4 Komponenten auseinander aus. Einerseits natürlich Arbeitskosten, Miete, Ressourcen und auch Energie. Energie ist ganz klar der größte Kostenfaktor. Dort ist es wichtig, dass wir Synergien schließen. Zum Thema Energie würde ich gerne noch etwas mehr, ein zusätzliches Slide erwähnen. Wenn wir über Energie denken, geht es nicht um Knappheit oder Mangel, sondern nur um Zugänglichkeit. Denn wir haben mehr als genug Energie. Alle 88 Minuten produziert die Sonne eigentlich mehr als genug Energie für die ganze Menschheit in einem ganzen Jahr und emittiert die auch auf die Erde. Das heißt, es geht eigentlich nur um die Zugänglichkeit von Energie. Wenn wir über Knappheit von Ressourcen reden, geht es vielmehr um Wasser und Land. Deshalb ist es wichtig, so wie wir es sehen, möchten wir Vertical Farming als integralen Bestandteil einer jeden Stadt integrieren, zusammen mit anderen innovativen Technologien, die dann gekoppelt ist mit erneuerbaren Energien, wie Solarenergie oder Biogasanlagen etc. Unseren Kunden natürlich sagen wir immer, look at your footprint. Was heißt das? Wir werden eigentlich darstellen, bei jedem Gemüse, das wir verkaufen, wie viel CO2 verbraucht ist, wie viel Frischwasser verbraucht ist, wie viel Land und auch welche Nährstoffe hat es drin oder welche Chemikalien hat es eben nicht drin. Ja, weil wir arbeiten ohne Pestizide. Das heißt, wir geben 100% Transparenz zu unseren Kunden und belehren unsere Kunden auch, weil nur informierte Kunden können auch gute Entscheidungen treffen. Das heißt, indem wir Vertical Farming integrieren, können wir effektiv einen Impact generieren und 8 von den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen lösen. Was ich ja an den Architekten hier im Raum mitgeben möchte, ist, im Moment leben wir in einer Welt, wobei die Naturparks wie Inseln in einer völlig von Menschen dominierten Welt stehen. Mit Vertical Farming könnten wir das umdrehen. Und ich möchte euch da auf den Gedanken bringen, stellt euch vor, dass wir Städte errichten, die wie ein Ökosystem funktionieren. Und wie Inseln in einem See, in einem Meer von Biodiversität leben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank, Marc Zaran von Yasai, für diesen spannenden Beitrag zu Vertical Farming und eurem Startup Yasai. Super spannend, du gehst eine der größten Fragen an, die uns jetzt als Gesellschaft bevorsteht, nachhaltige Ernährung. Eine Frage, die auch bei uns schon vorgängig aufgetaucht ist, ist die Frage nach der Energie. Ja, du hast gesagt, eben, es gibt ja genug Solarenergie. Trotzdem erscheint es doch so ein bisschen komisch, dass man es nicht so wie normal, so wie immer auf einem Feld von einem Bauern auf natürliche
Weise Essen produziert. Könntest du uns sagen, was denn der Vorteil ist, dass man Pflanzen artifiziell beleuchtet, um sie, das würde mich mega interessieren. Das hat man jetzt ein paar Mal so gehört als Kritik. Wie gehst du mit dem um? Oder wie geht ihr damit um? Gerne. Also das heißt, worauf wir uns eigentlich auch konzentrieren, sind nicht, wir machen nicht lokale Produkte, die wir auch mit konventioneller Agrikultur hier in der Schweiz machen könnten, sondern wir fokussieren uns auf Importe. Ein kleines Beispiel, Basilikum wird eigentlich eingeflogen von Israel oder Marokko jetzt im Winter. Sprich, die Energiebilanz von einem Basilikum, der geflogen wird, ist sehr, sehr schlecht und auch und somit auch die Ökobilanz ist ziemlich schlecht. Das heißt, wir fokussieren uns vor allem auf Produkte, die ansonsten importiert werden. Und wenn man die ganze Wertschöpfungskette anschaut, also von Growth, dann Food Waste, was auch Energy Waste ist, meistens sind 30% von A nach B beim Transport Food Waste. Ja. Das heißt, das ist eigentlich Energie, die weggeworfen wird. Zusätzlich dann Transportkosten und Kühlkosten. Das alles geht eigentlich verloren, wenn man einfach Produktion und Konsument an den gleichen Ort bringt. Ja. Auf diese Weise ist es eigentlich sehr, sehr viel simpler. Die ganze Food Value Chain ist viel kürzer und auch die Produkte sind viel, viel nährstoffreicher und vitaminreicher, weil sie weniger lange abgeschnitten werden eigentlich. Ja. Oder mit eurem Vertical Farming, also ich bin völlig fasziniert von diesen Bildern, sie wirken völlig Science-Fiction-mäßig, das hat seine Faszination, aber das erschreckt vielleicht auch ein bisschen, also bekomme ich da die gleiche Qualität von Basilikum, wie wenn ich es von einem organisch bewirtschafteten Feld im Entlebuch herbekomme. Ja, ja, klar. Ich verstehe zu wenig davon. Ja, das Gute ist ja, dass das echt Geile daran ist, dass wir dadurch, dass es Indoor angebaut wird, brauchen wir gar keine Pestizide, was hingegen auch beim Bioanbau nicht garantiert werden kann. Oder auch beim Bioanbau werden Schwermetalle eingesetzt wie Kupfer. Und das ist bei uns nicht nötig, da wir durch den Indoor-Anbau eigentlich gar keine Insekten drin haben. Und spannend. Vielleicht gibt es da aus dem Publikum, also die Frage der Energie habe ich gestellt, eine Frage zum Vergleich mit traditionelleren Ackerformen. Gibt es hier aus dem Publikum zu dieser Zeit noch Fragen? Ja, Jordan sehe ich gerade. Jordan, bitte. Ja, ich habe eine Frage. Also hast du schon fast die gleiche Frage gestellt. Kann man wirklich mit diesem System die Sonnenlicht ersetzen und die Eigenschaften von den Früchten und Gemüse bleiben die gleiche? Ist das richtig? Ja, absolut. Ja. Ja, das Interessante ist ja, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Es gibt es schon in den USA, in Singapur, in Japan gibt es das schon mega lange. Und Licht ist im Ende eigentlich nur eine Frequenz, ja. Also eine Lichtfrequenz. Und wenn man, wir sehen die Pflanzen beispielsweise grün, weil sie das Grün reflektieren. Das heißt, die Pflanzen nehmen nur rotes und blaues Lichtspektrum auf zum Wachsen. Und das Ganze kann man einfach imitieren. Ja. Licht ist Licht. Egal, ob es von der Sonne kommt oder vom LED. Es ist das Gleiche am Schluss. Insofern, ja, das ist möglich. Am Anfang war ich auch sehr, sehr überrascht darüber und fasziniert zugleich. Ja. Sehr spannend. Merci, Jordan. Ist die Frage für dich beantwortet, Jordan? Ja. Merci vielmal, Jordan. Dann gehen wir rüber zu Raffi. Meine Frage war 1:1 die Frage von Jordan, von dem ist sie gelöst. Aber ich sehe jetzt eine Frage im Chat von Chris, weil es bei ihm mit dem Audio nicht geht. Wie sieht es mit der Biodiversität aus? Wenn keine Pestizide eingesetzt werden müssen, existieren die Feinde in Anführungs- und Schlusszeichen nicht in der Form? Genau. Das Interessante ist ja eigentlich, Biodiversität
wenn wir über Biodiversität beim Essen sprechen, also oder ganz am Anfang, es gibt eine Konfusion von Agrikultur. Das Wort Agrikultur ist nichts Natürliches. Wenn man ein Feld einfach sein lassen würde, würde ein Wald entstehen oder eine Wiese, aber nicht ein Maisfeld. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch schon das Wort Agrikultur enthält das Wort Kultur, also etwas Kultiviertes, vom Mensch gemacht und nicht natürlich gewachsenes. Diese romantische Vorstellung von Agrikultur ist etwas, was verkauft wird, aber nicht wirklich der Realität entspricht. Was hier sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir heute nur noch sehr wenige Diversität im Bereich Essen haben. Das heißt, wenn wir in einen Supermarkt gehen, haben wir vielleicht noch 4 Sorten von Mais. Um euch das näher zu bringen, die Inkas hatten 1500 Varietäten von Mais. Und das war auch ich habe das Thema eigentlich Food wiederentdeckt in Mexiko, als ich dort meinen Austausch gemacht habe und habe gesehen, dass es dort ganz, ganz viele Gemüsesorten gibt, die ich noch nie gesehen habe oder geschmeckt habe. Insofern, was sehr wichtig ist, ist durch die industrielle Agrikultur ist sehr viel Diversität verloren gegangen. Durch die Dezentralisierung, indem wir eben der Vertical Farming jedem zur Verfügung stellen, können wir auch wieder die Diversität erhöhen. Das heißt auch die Sortenvielfalt. Und viele Produkte, die den Transport nicht überstehen, werden erst gar nicht produziert. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir durch die Dezentralisierung von Farming viel mehr Diversität zurückerhalten und auch Resilienz, weil Biodiversität bedeutet schlussendlich nichts als Resilienz. Merci vielmal, Marc, für die Antwort. Ich hoffe, Chris, deine Frage ist beantwortet, sonst schreib uns doch nochmal im Chat. Dann würde ich jetzt rübergehen zu Wenzel. Meine Frage sind im Prinzip 2 Fragen. Ich habe vor kurzem meine Masterarbeit gemacht und habe mich mit der Transformation von Kaufhäusern beschäftigt, weil das ja eine Typologie ist, die sehr groß ist und vielleicht bald wegfallen wird mit der Digitalisierung. Und da hatte ich auch sowas angedacht im Keller, weil es dort große Kellerflächen gibt. Und deswegen wäre die erste Frage, wie ist es mit den Anforderungen in Raum? Also nach dem, was ich mich reingelesen habe, geht es da sehr, also es ist eine sehr kontrollierte Atmosphäre, in der das stattfindet. Wäre es möglich, zum Beispiel in dem Untergeschoss eines Kaufhauses da sowas aufzubauen? Und wie könnte man, also gibt es eine Einschätzung, wie da die Technikfläche beispielsweise im Vergleich zur Anbaufläche wäre? Und die zweite Frage wäre, macht ihr das auch automatisiert? Also gibt es da Arbeiter oder funktioniert das mit Robotern? Top. Vielen, vielen Dank für die guten Fragen. Ja, sehr interessant auch diese Case Study, würde ich gerne sehen. Wir hatten gerade heute mit der Swiss Prime Site zu tun. Und denen gehört ja auch Jelmoli beispielsweise. Das ist eine größere Retailer-Kette in Zürich. Und die hatten Riesenprobleme jetzt über Covid. Und es gibt auch mehrere Leerstände. Und das ist effektiv eine neue Nutzungsmöglichkeit, die interessant werden könnte in naher Zukunft. Wir haben ein automatisiertes, hochautomatisiertes System, braucht man auch für den Kontext Schweiz, damit man ökonomisch kompetitiv sein kann. Ja. Aber gleichzeitig kreieren wir neue Jobs, das heißt beispielsweise, wir brauchen Plant Scientists, wir brauchen Mechanical Engineers, wir brauchen Farm Manager, wir brauchen Marketing und Sales Leute. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele neue Jobs, die kreiert werden. Aber die Jobs, die eigentlich nicht schützenswert sind, also wenn wir uns überlegen, was für Jobs wir schützen sollten, sollten wir auch immer überlegen, was sind denn schützenswerte Jobs. Und in den Greenhouses in Almeria in Spanien werden eigentlich Leute ausgebeutet, also Immigranten meistens, für die Aufzucht von Pflanzen in sehr, sehr toxischen Umgebungen. Ich glaube nicht, dass wir das fördern sollten langfristig. Und deshalb auch Alternativen anbieten können und dürfen in dem Fall. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, neue Nutzungsmöglichkeiten sich zu überlegen. Zum Beispiel auch Parkhäuser.
Und die Räume sind relativ clean, ja? Weil wir keine Pestizide nutzen, müssen wir halt eine Art Reinräume kreieren, die dann aber auch eingepackt sind, nochmal durch eine Schicht, durch eine zweite Schicht. Ja. Vielen Dank für die Frage. Super, Wenzel, ist das so gut für dich? Deine Frage ist beantwortet? Also ich habe jetzt daraus mitgenommen, es wäre möglich, aber man müsste sozusagen mit einer sehr großen Innendämmung und sehr viel technischen Anlagen wahrscheinlich arbeiten. Richtig? Georgia, darf ich dir dieses Wort übergeben? Ja, danke. Ich habe eine Frage mehr wegen die Teppich, also Kulturteppich. Habt ihr spezielle Kulturteppich? Wie macht ihr eigentlich mit der Stickstoffquelle? Wie macht ihr mit den Nährstoffen? Wie nehmt ihr raus eigentlich die Pflanzen von diesen Teppichen, also die Wurzeln, die da reingehen? Es gibt eine flüssige Wasser, die geht 24 Stunden pro Tag. Also wie geht eigentlich in den Lebensmitteltechnologieabteilung? Okay, ah, spannend. Es gibt Leute von überall. Perfekt. Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Die Nährstoffquelle. Wir werden eigentlich ein Problem haben in der Zukunft. Wie Peak Oil werden wir auch ein Peak Nutrient erreichen. Das heißt, Phosphor wird derzeit von Minen abgebaut, in Marokko beispielsweise. Und mineralischer Dünger wird hierher transportiert. Woran wir arbeiten bzw. forschen bei Yasai, ist zusammen mit WUNA, ein Spin-off der Airbag, dass wir Abwasser filtern können. Und dabei können wir alle Antibiotika filtern, alle medizinischen Rückstände. Und dabei können wir Stickstoff oder andere Nährstoffe wie Phosphor und Kalium herausfiltern und nutzen für die Stadt. Ja. Weil das Problem, was wir jetzt haben, ist eigentlich viel zu viele Nährstoffe um die Städte, in den Städten, aber viel zu wenige Nährstoffe in der Countryside. Und deshalb haben wir auch das Problem von degenerierenden Landflächen. Ja. Und sonst für weitere Details kannst du gerne dann mal vorbeikommen in der Vertical Farming in Addisville, sobald sie gebaut ist. Das wird so im Juni sein. Und wir werden dann auch Workshops durchführen für Leute, die Interesse haben. Und suchen auch immer wieder interessierte Leute auch aus der Lebensmitteltechnologie für die Zusammenarbeit eigentlich. Also falls das von Interesse ist. Okay, merci vielmals. Ich werde sicher kommen und vielleicht auch ein Curriculum schicken. Vielen Dank und merci für die Präsentation. Gerne, danke dir. Sehr cool. Merci, Georgia, für diese spannende Frage. Dann gehen wir jetzt weiter. Jakob, du hast, glaube ich, zwei Fragen im Chat gestellt. Ich würde sagen, stell sie doch jetzt gleich selbst an Marc. Ich kann sie sonst auch vorlesen. Und ja. Die eine Frage ist, ich fange mal mit der ökonomischen Frage an. Ist Vertical Farming ökonomisch konkurrenzfähig zur Wohnnutzung? Kommt darauf an. Es kommt darauf an, was man anpflanzt. Beispielsweise gibt es unsere Kollegen Umami, die machen Microgreens. Und Microgreens haben so eine hohe Marge, dass es auch Sinn macht in sehr, sehr urbanen Gebieten. Wenn wir aber über Vertical oder Farming allgemein sprechen, haben wir gesehen, dass es sehr, sehr viel Platz braucht, sehr viel Raum. Und deshalb macht es wahrscheinlich mehr Sinn, langfristig zu denken, dass man diese großen Anlagen, weil mit Economy of Scale wird es dann auch ökonomisch, werden auch viele andere Produkte interessant, werden sich eher am Stadtrand ansiedeln. Das heißt in dieser Donut-Region um die Städte herum. Und das ist wahrscheinlich so, wie es sich räumlich manifestieren könnte im Kontext Schweiz. Reden wir über Asien, dort wird es wahrscheinlich andere Konzepte geben, weil man dort viel in größeren Maßstäben denkt und baut. Also viel mehr Neubauten in dem Sinne. Was halt sehr interessant ist, wenn es im Untergeschoss untergebracht wird, da im Untergeschoss auch ein relativ stabiles Energielevel herrscht und wir dann nicht kühlen müssen und wir auch dementsprechend eine viel bessere Energiebilanz aufweisen können. Die zweite Frage von Jakob
Genau, darf ich vielleicht ganz kurz unterbrechen? Ich weiß nicht, ob alle die Frage gehört haben. Die Frage war, ob Vertical Farming ökonomisch konkurrenzfähig zur Wohnnutzung ist. Ich weiß nicht, ob das noch klar war. Excuse, pardon, Marc. Zur zweiten Frage. Also zur Wohnnutzung schwierig, glaube ich. Aber auf jeden Fall zum Beispiel zu Office-Nutzung. Offices gibt es bald viele nicht mehr. Oder ein Drittel geht zurück wahrscheinlich. Und ich auch Logistik, ja. Die zweite Frage war, ob ihr Tag und Nacht eigentlich Tag macht oder ob es da zwischendurch auch Nacht gibt. Das wäre noch spannend, so vom Pflanzenwachstum her. Top, das ist auch eine gute Frage. Also eine Pflanze, die Durchschnittspflanze schläft auch, ja, sage ich mal. Und die Pflanzen, die wir jetzt produzieren, zum Beispiel ein Basilikum, der hat gerne 18 Stunden Licht und dann die restlichen 6 Stunden schläft er ja in dem Sinne. Ja. Das heißt, wir machen ja den Tag zur Nacht und schauen eigentlich immer, dass wir produzieren können, wenn es einen Überfluss an Energie hat. Und insofern haben wir dann auch, können wir eigentlich dieses Tag-Nacht-Spiel umdrehen, was auch wieder ökologisch mehr sinnvoll ist. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Sehr spannend. Merci, Marc, für die Antwort. Jakob, ist das gut für dich mit den... Perfekt. Dann gehen wir weiter. Es tut mir leid, ich kenne deinen Namen nicht. iPad, du wärst jetzt dran. Ja, sorry. Mein Name ist Joanna und ich habe zwei Fragen. Und die erste ist, habt ihr das irgendwie so kritisch hinterfragt wegen der Sonnenenergie? Weil im Vortrag wurde auch gesagt, dass die Sonnenenergie ja ganz, also die Sonne produziert so viel Energie, dass wir die eigentlich auch brauchen können. Und dann, ich frage mich einfach, ob das nicht irgendwie so widersprüchlich ist, wenn man sagt, dass man nachher LED-Lampen braucht. Also logisch, man kann auch Solar Panels benutzen, aber gibt es da nicht irgendwie einen Weg, das so wie direkt zu benutzen, also die Sonnenenergie? Ja, schwierig. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Schweiz anschauen, haben wir schon nur zu wenige Lichtstunden für einige Pflanzen. Und das Problem ist eigentlich eher die Consumer Habits, also die Nachfrage von den Kunden ist eigentlich so, dass wir immer alles haben möchten. Das heißt, wir möchten Tomaten im Winter, wir möchten Basilikum auch im Winter, wir möchten immer alles. Ja. Und durch die Globalisierung ist das ermöglicht worden. Nur ist jetzt die Frage, entweder werden sich die Consumer Habits anpassen, müssen sie sich auch. Ja. Aber gleichzeitig müssen wir auch mehr mit weniger produzieren, weil wir immer mehr Menschen werden und weniger Ressourcen haben. Das heißt, die Art und Weise, wie wir jetzt Agrikultur betreiben, ist ziemlich unnachhaltig. Das heißt, wir brauchen sehr viel Chemie, viel Wasser. Ja, es gibt diese zwei Ansätze, Consumer Habits und Technologie. Technologie ist immer Effizienz, mehr mit weniger. Und Consumer Habits, das müsste eigentlich mehr in die Richtung gehen, weniger ist mehr. Wenn wir allerdings die Entwicklung beobachten weltweit, ist dies eher nicht der Fall. Das heißt, ein Beispiel mit China. Die Chinesen prosperieren jetzt, ihre Wirtschaft prosperiert. Es kommen immer mehr in die Mittelklasse und immer mehr möchten sie auch Fleisch konsumieren. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem, das wir haben. Und deshalb müssen wir mit einem Pioniergeist vorausgehen und einerseits vegetarisch cool machen oder less is more, ja, vom Consumer Habit. Und auf der anderen Seite müssen wir schon anfangen, mehr mit weniger zu produzieren, damit wir langfristig so viele Menschen auf dieser Erde sein können. Der Punkt ist ja nicht das Problem, dass die Erde kaputt geht, aber die Menschheit wird nicht überleben, wenn wir so weitermachen. Ja. Und das ist eigentlich unsere Entscheidung. Also. Oh, danke. Ich habe sonst noch eine zweite Frage. Es ist eher eine technische Natur. Also, weil wir haben gerade ein Projekt im Studium genau über Vertical Farming und auch im Yale Molly Parkhaus. Und ich finde es auch interessant, weil zum Beispiel eben die Umami-Leute, also die Firma, hat ja so wie ein Ökosystem
gebaut mit allem so mit Fischen und mit Moos und so. Und ich habe mich einfach gefragt, ob das überhaupt möglich wäre, so wie das im Untergrund zu machen. Also so einen Teich mit Lebewesen und so ganze Wände mit Moos und Pflanzen wachsen. Würde das überhaupt gehen? Also können überhaupt die Fische und so im Untergrund ohne Licht leben? Ja, es gibt viele Fische, die mögen eigentlich eher das Dunkle. Die sind gar nicht so gerne im Licht. Ja. Das heißt, das stört die eigentlich eher noch. Und wenn wir das Meer anschauen, das Meer ist ja eigentlich eher dunkel als hell. Sprich, der natürliche Lebensraum der Fische ist eher dunkel geprägt. Und viele mögen das Licht gar nicht und kommen nur ab und zu raus. Aber es hängt hier auch wieder vom Fisch, ja, wie bei der Pflanze. Es gibt so viel, also ich habe gesagt, ich zeige es keine Ahnung vom Pflanzen. Und jetzt langsam entdecke ich diese neue Welt. Das wahnsinnig. Mir wahnsinnig große Freude bereitet. Und auf jeden Fall, was ich hier noch sagen kann, ist, das Ökosystem von Umami ist ja super, aber es ist mehr Show als effektiv. Bei Microgreens gibt es auch grobe Nährstoffe von Fischen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte und ein schönes Ökosystem, das sie aufgebaut haben, aber schwer skalierbar. Und das ist auch das größte Problem ist eigentlich die Skalierung, weil wir sind viele Menschen und wir brauchen extrem viel Essen. Und deshalb müssen wir in großen Systemen denken. Das heißt, wir denken Vertical Farming als Infrastruktur. Und wenn wir das so beginnen, können wir auch denken, wie zum Beispiel Wasser, die Abwasserreinigungsanlagen, das ist eine Infrastruktur einer jeden Stadt. Und in Zukunft sollte auch jede Stadt einen gewissen Prozentsatz ihrer Nahrung selbst produzieren. Ein kleines Beispiel hier ist Singapur. Singapur hat das Mandat auferlegt, dass sie 30% der Ernährung bis 2030 selbst in Singapur produzieren müssen. Und das ist wahrscheinlich die Zukunft der Smart Cities, wenn wir so wollen. Wenn wir weiterhin so wachsen möchten als Spezies. Okay. Das heißt also, es braucht wie eigentlich nicht unbedingt so ein Ökosystem, um überhaupt die Nährstoffe für die Pflanzen oder Microgreens zu bringen. Also es muss es gar nicht gar haben, zu sagen. Für die Microgreens nicht speziell, aber beispielsweise für die Kräuter, die wir jetzt machen, ist es schon notwendig. Mhm. Verschiedene Kreisläufe schließen. So, wir können auch Nährstoffe von den Menschen nehmen, anstelle von den Fischen. Ja. Weil wir sind nicht so anders als die Fische. Okay, interessant. Danke vielmals. Merci dir. Merci vielmals, Jana, für diese spannenden Fragen. Es gibt jetzt weitere Fragen. Wir gehen gleich dazu von Chris, Hans, Leon und Raffi. Chris hat sich wieder durch den Chat gemeldet. Die Frage, Marc, ist, habt ihr denn Bienen im Farming? Oder ist das die Einschränkung bei der Pflanzenauswahl? Ja, es gibt diese Art Hummeln eher, nicht Bienen. Und beispielsweise die Holländer machen das schon lange. Die haben so Hummelvölker, die sie hin und her transportieren in ihren Greenhouses. Also Holland ist auch das Mekka von der Hortikultur. Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr in den Laden geht, seht ihr oft Holland oder Spanien bei Gemüse. Bei Früchten ist es völlig diversifiziert. Und die Hummeln werden dann in diese Farms gebracht und bestäuben dann die Produkte. Ja. Und wir werden sehen, was im Kontext Schweiz interessant sein wird. Was ich hier schon jetzt sagen kann, ist, Vertical Farming ist nicht die Lösung für alles. Es ist eine Lösung für eine gewisse Range von Produkten. Das heißt, es gibt selten eine Lösung für alles. Aber das ist wichtig zu verstehen, dass bei der Food and Agtech-Industrie entsteht derzeit etwas sehr, sehr Interessantes. Das heißt, die ganze Industrie erfindet sich neu derzeit durch die Automatisierung und Digitalisierung. Sehr spannend. Ist deine Frage beantwortet, Chris? Sonst schreib uns doch einfach wieder im Chat.
dann hätte ich jetzt Hans gebeten. Ich sehe, Hans, du hast im Chat die Frage gestellt. Magst du vielleicht Marc die Frage direkt stellen? Vorhin ist ja schon mal die Frage aufgeworfen worden, ob die Pflanzenprodukte denn dann in Ordnung sind. Und ich wollte wissen, ob es dazu wissenschaftliche Studien gibt oder ob das in Anführungsstrichen bloß auf persönlicher Erfahrung beruht. Ja, da gibt es ganz viel schon. Wageningen University von Holland beispielsweise. Die haben schon ganz, ganz viele Tests gemacht. Auch Geschmackstests mit Blindfold. Und die Produkte einer Vertical Farm schneiden sehr, sehr, sehr gut ab. Also eigentlich überdurchschnittlich besser, als was es momentan auf dem Markt gibt. Sprich, was wir produzieren werden, ist ein Premium-Quality-Product mit kleinsten ökologischen Fußabdruck, aber auch dann bester Qualität für die Menschen. Das heißt, eben, wie wir sagen, wir möchten grow more with less for the health of people, plants and planet. Ja, die drei. Jetzt ist Leon Beck. Ich glaube, du hast schon seit längerem eine Frage. Ja, oder es tauchen immer wieder auch neue auf. Einige haben sich in der Zwischenzeit geklärt. Was mich sehr interessieren würde, ist das Thema, was alles angebaut werden kann im Vertical Farming, wo es sich rentiert, sowohl ökonomisch als auch von der Energiebilanz und dem Flächenverbrauch. Denn ich denke, Basilikum isst man wesentlich weniger als Mais oder Weizen. Weizen braucht immens viel Fläche und ist da wahrscheinlich im Vertical Farming jetzt nicht so prädestiniert anzubauen wie Kräuter oder Salate. Und in welche Richtung denkt ihr? Wo seht ihr Wachstumschancen? Wo eher nicht? Wo macht es auch Sinn, ich sag mal, herkömmliches Farming weiterhin zu betreiben? Genau, das würde mich interessieren. Top, das ist eine sehr gute Frage. Also herkömmliches Farming wird, Vertical Farming wird herkömmliches Farming nie ersetzen. Es ist nur komplementär. Sprich, überall, wo es frisch sein muss, ist Vertical Farming wahrscheinlich die bessere Variante als Importprodukte. Aber wenn es um Dinge geht, die man gut lagern kann, Getreide beispielsweise, Reis, und auch gut transportieren kann in dem Sinne, macht es keinen Sinn. Ja. Und was wir sehen jetzt beispielsweise in der Schweiz, Kräuter, sehr einfach, jeglichen Kräuter oder auch Blattgemüse, Leafy Greens oder dieses Asia-Gemüse, das wir überall sehen, das einen hohen Trend hat momentan auch. Das ist einfach in Vertical Farms und auch ökonomisch rentabel, profitabel in dem Sinne. Und was wir sehen werden, ist auch, jetzt kommen ganz, ganz große Player auch rein in diese Industrie. Es ist eine junge Industrie, die in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Und was wir sehen, ist eigentlich, dass jetzt neue Pflanzen kultiviert werden. Also nicht auf GMO-Basis, aber einfach durch Kultivierung auf längere Zeit durch. Beispielsweise von Bayer und dem Staatsfonds von Singapur. Die haben 30 Millionen investiert nun für die Kultivierung von proteinreichen Pflanzen für Vertical Farms, die nicht so hoch wachsen. Beispielsweise Kichererbsen oder ähnliches. Und Kichererbsen oder diese Kichererbsen sehen wir auch bei Produkten wie Planted, bei unseren Kollegen, die auch ein Spin-off sind, der ETH. Das heißt, die Ernährung wird sich wahrscheinlich ein bisschen verändern in der Zukunft. Und wenn es beispielsweise um Südfrüchte geht, wäre auch ein klassischer Importartikel, aber eine Bananenstaude braucht doch eher viel Platz. Wie sieht es in dem ganzen Bereich aus? Auch Orangen, Granatäpfel etc.? Ja, davon habe ich auch immer geträumt, aber eher unwahrscheinlich. Also vielleicht ein Marketing-Gag, aber sonst bleibt es eher Wunschdenken. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt mit den Früchten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Aber eben, Farming ist wieder ein Riesengebiet. Und da gibt es verschiedene Themengebiete, die sich momentan extrem auszeichnen. Eben wie Plant-Based Meat, Lab-Based Meat, ja. Dann High-Precision Farming, das ist auch Vertical Farming. Dann das ganze E-Commerce, die Blockchains dazwischen, das heißt Traceability. Die Leute wissen viel mehr Bescheid, von wo kommt das überhaupt, wer ist der Bauer,
wo fließt mein Geld hin? Fließt es zu dem Trader? Fließt es effektiv zu dem Produzenten? Und solche Themen können extrem helfen, dann auch die Agrikultur nachhaltiger zu gestalten, weil derzeit ist es eigentlich ein Riesenproblem, dass wir ganz, ganz viele Konsumenten haben und ganz, ganz viele Produzenten, aber die müssen alle durch dieses Nadelöhr von Retailern und Wholesalern, und die dominieren eigentlich oder können auch den Markt bestimmen. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel Case Schweiz, wir haben 5 Retailer, Migros, Coop, Aldi, Lidl und noch Fenaco mit Volk und Landi etc. Und die sagen eigentlich, oder finden eigentlich, was in den Wein kommt, was in die Läden kommt. Ja. Und das ist etwas, was mit E-Commerce jetzt völlig auf den Kopf gedreht wird. Merci vielmal, Marc. Leon, ist das für dich, sind deine Fragen beantwortet damit? Oder hast du gemeint, du hast noch mehrere Fragen? Ja, also eine, aber die ist vielleicht ein bisschen noch schwieriger im Moment schon zu beantworten, ist, wenn es um die Energie geht, ab wann lohnt es sich, Vertical Farming zu betreiben im Vergleich zu einem Transport, der vielleicht innerhalb Europa oder wenn es jetzt nicht um Flugstrecken geht, auch elektrisch geschehen könnte. Sprich, lohnt es sich eher dann, das Basilikum in Spanien anzubauen, nicht zu beleuchten, nicht zu beheizen und hierher zu transportieren mit elektrischer Energie oder hier vor Ort. Genau. Aber ich denke, es hängt auch sehr von den Pflanzen ab. Absolut, ja. Aber da ist wiederum eigentlich, wenn wir, sagen wir, Tomaten importieren aus Spanien, importieren wir eigentlich das Grundwasser aus Spanien. Sprich, wie ich bereits kurz erwähnt habe, Wasser wird viel, viel mehr das Problem in der Zukunft, nicht Energie. Energie ist infinite available, man muss es nur anzapfen und speichern. Aber Wasser, Frischwasser, ist effektiv wird ein Riesenproblem sein. Nicht in der Schweiz, in die Schweiz zuletzt, wir sind ein Wasserschloss mit vielen Quellen und vielen Gletschern. Aber beispielsweise in Kapstadt, die haben schon vor 2 Jahren den Wassernotstand ausgerufen, die Stadt selbst. Ja. Und das wird, Wasser ist Leben, und dort wird es eigentlich zuerst Probleme geben. Und deshalb sehen wir diese Technologie, die wir einsetzen. Vertical Farming floriert beispielsweise in Middle East. Ja. Extrem momentan. Das ist eigentlich so, Vertical Farming kommt überall dort zur Blüte, wo es einen Mangel hat an fruchtbarem Land und Frischwasser. Okay, ja, vielen Dank. Gerne. Marc, eine präzisierende Nachfrage und dann gehen wir zu Raffi. Du hast gesagt, die Bananenstauden oder die Obstbäume wären ein Wunschtraum. Könntest du vielleicht kurz sagen, warum das nicht möglich ist? Das würde mich noch interessieren. Das hast du hast nicht gesagt, wieso. Du hast nur gesagt, das ist ein Wunschtraum, aber nicht wieso. Ja gut, es ist noch nicht ökonomisch möglich. Theoretisch ist es schon möglich. Man kann Bäume auf Hydroponic-Basis, also nur mit Wasser, anbauen. Das Problem ist halt, man braucht Höhe. Und Bäume brauchen extrem viel Höhe. Und durch dieses Layering, das wir machen, macht es eher Sinn, weniger hohe Pflanzen anzubauen. Sträucher oder Kräuter, die nicht so hoch wachsen. Und dadurch können wir auch dann in der Stadt, und da hat es auch noch eine Frage von Noemi beispielsweise, die Farm, die wir jetzt bauen, die Pilotfarm in Zürich, die hat 300 Quadratmeter Grundfläche und ist 7 Meter. Das ist effektiv so das kleinste mögliche Produkt, das noch rentabel ist. Dass er dann auch profitabel ist für sich. Super. Merci vielmals, Marc. Dann haben wir jetzt die Frage von Noemi schon vorgenommen. Ich hoffe, Noemi, dann ist das für dich beantwortet. Sonst bitte ich dich, dich nachher noch mal kurz zu melden. Bevor wir zur Frage von Raffi gehen, noch mal der Hinweis. Wir versuchen, alle stumm zu schalten. Das funktioniert bei Horst nicht. Horst, kannst du dich bitte stumm schalten? Ich glaube, du bist der Einzige,
der noch Hintergrundgeräusche hat. Merci vielmal an dieser Stelle von der Moderation. Raffi, du hattest noch zwei Fragen im Chat. Magst du die bitte an Marc gerade direkt stellen? Ja, ich muss selbst wieder schauen. Eine Frage, die er eventuell vielleicht schon beantwortet hat, aber vielleicht gibt es auch eine Lösung. Ironisch, werde ich also in Zukunft mit gutem Gewissen Schweizer Avocados essen können? Das ist eine Frage. Du kannst diese mal beantworten, dann stelle ich die nächste. Also klar, die werden einfach extrem teuer sein. Okay. Also, die Frage ist, wie bezahlst du für eine Avocado schlussendlich? Ja. Und das ist ja eigentlich das Problem allgemein. Was wir gesehen haben, ist, die Leute, wir haben eigentlich die Devise, pay your farmer, not your doctor. Sprich, was momentan der Fall ist, wir bezahlen sehr, sehr viel für Krankenkasse, Ausgaben für die Symptombekämpfung, aber nicht die Ursache. Ja. Und oftmals ist die Ursache eine sehr, sehr schlechte Ernährung. Und deshalb sagen wir eigentlich, hey, und dieses Umdenken findet derzeit auch statt bei vielen Gesellschaften, dass man mehr Geld ausgibt für gutes Essen, gesundes Essen und dann dafür aber spart bei den Krankheitsausgaben. Sprich, dieses Umdenken würde wahrscheinlich sehr, sehr viel helfen. Das heißt, es ist eine vorbeugende Gesundheitsvorsorge. Genau. Mhm. Du hast das Thema Preis angesprochen. Da meine weitere Frage, du hast auch von High-Quality-Produkten gesprochen. Das heißt, die Produkte, die von einer Yasai-Pflanzung kommen, haben diese dann Globuspreise? Wir werden wahrscheinlich sowieso, weil wir ein kleines Unternehmen sind, zuerst und weil wir sehr wenig produzieren, eher in die Hochpreissegmente gehen. Aber mit der Zeit, wenn wir wachsen können, können wir dann auch größere Farms bauen und auch marktfähige oder, ich sag mal, demokratischere Preise anbieten können. Aber am Anfang werden wir auf jeden Fall eher oben reingehen. Okay, und dann die dritte Frage. Werden in Zukunft zum Beispiel Wohnüberbauungen eigene kleine Vertical Farms haben können? Ja, hoffentlich. Ja. Die Frage, in welchem Maßstab man denkt. Es gibt beispielsweise Agrilution von München, die haben kleine Backöfen gedesignt, die dann in der Küche sein könnten. Okay. Aber man könnte sich auch vorstellen, und was ich denke, wäre realistischer, wenn man es im Schweizer Kontext denkt, dass man im UGE von Wohnüberbauungen Vertical Farms hat, die einen gewissen Anteil an Produkten ermöglichen. Es ist eine Art Schrebergarten 4.0 und die personalisierte Pflanzenproduktion könnte dann auch interessant werden. Das heißt, jeder Mensch kann über Apps selbst sagen, was er genau möchte und was er braucht. Ob das Pflanzen sind zum Essen oder medizinische Pflanzen oder kosmetische Pflanzen, ist total dem Menschen überlassen. Okay, danke. Super, merci vielmals, Marc, für all deine Erläuterungen. Wir sind, denke ich, in den letzten Minuten vom offiziellen Teil. Es gibt jetzt noch eine Frage von Jordan. Jordan, magst du deine Frage gerade direkt stellen? Ja, meine Frage ist, wäre es möglich, die Permakultur mit Vertical Farming zu kombinieren? Das wäre mein Traum. ich glaube, es ist eigentlich, was wir machen können mit Vertical Farming, ist halt an Orten anzubauen, wo es kein Land hat. Permakultur ist ja wirklich die komplexeste Art von Agrikultur, sage ich mal, und auch die fruchtbarste, wenn man Boden hat. Aber in Städten beispielsweise, wo man immer dichter baut und übereinander baut, hat es keinen Boden mehr, keinen fruchtbaren Boden. Das heißt, es wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Kombination, das nebeneinander aufzubauen. Weil es kann auch gegenseitig sich befruchten.
Beispielsweise, wenn wir eine Vertical Farm im Underground haben, im Untergeschoss, haben wir zusätzliche Wärme, die wir raufgeben können zum Greenhouse, wo dann die Permakultur stattfindet. Also ich glaube, das wäre sehr spannend. Noemi, war deine Frage dann vorhin schon beantwortet oder hast du noch eine offene Frage? Noemi, vielleicht sagst du kurz. Ja, also meine Frage ist eigentlich beantwortet worden. Du hast ja vorhin gemeint, 300 Quadratmeter oder 7 Meter hoch, wenn ich das richtig verstanden hatte. Das ist euer Prototyp in Zürich. Mhm. Und ich habe jetzt eigentlich nochmal eine neue Frage, weil ich bin gerade an meiner Masterthesis dran und ich habe auch ein Projekt, wo ich das wie in eine Wohnüberbauung eigentlich versuche, mit reinzudenken. Und eigentlich ist genau das, was du gerade noch gesagt hast mit dem Schrebergarten 4.0, ist genau das, was ich mir wie überlege. Und ich habe mir gedacht, ich bin am Überlegen, wie viel Infrastruktur man da braucht. Wie sieht das aus? Wie viele Leute braucht man effektiv, die das betreiben? Also bei uns, bei dieser kleinen Farm jetzt, in der Pilotfarm brauchen wir 3 FTEs, Full-Time Equivalents, das heißt 3 Leute, die sich Vollzeit damit beschäftigen. Okay. Ein Plant Scientist, ein Farm, a Vertical Farmer, der das noch erntet, und dann noch ein Farm Manager. Ja, der schaut eigentlich, dass die In- und Outflows, die du hast, geregelt sind. Das beispielsweise die Samen richtig kommen, die Nährstoffe kommen, etc. Okay. Und also es ist dann tatsächlich einer, der das erntet, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. In dieser bei 300 Quadratmetern. Ja, das ist ziemlich klein. Okay. Okay, ich habe gedacht, man bräuchte da mehr Leute. Aber okay. Okay, danke schön. Sehr gerne. Falls du noch Fragen hast, ich finde solche Projekte immer spannend. Und das kann, was noch wichtig ist, ist hier, ich würde es in den Untergrund schieben. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Das ist ein altes Käselager von Emmy. Und die haben extrem viel Abwärme und gebäudetechnisch ist es sehr komplex. Und die Idee ist, dass ich das wie mit Wohnnutzung und dieser Abwärme von einem Käselager und dieser Kälte, die ja dadurch produziert werden muss, wie in einen Kreislauf, in eine Einheit gebracht werden soll. Okay, spannend. Hier noch was. Wir produzieren eigentlich mehr Wärme. Das heißt, wir müssen auch. Also vielleicht darf ich mich an der Stelle noch einklinken. Die Idee von dieser offenen Runde ist ja original wirklich sehr stark die Vernetzung. Im Normalfall wären wir jetzt im Kosmos und ihr könntet nachher noch kurz ein Bier trinken und drüber reden. Das machen wir jetzt auch. Jetzt gehen wir gleich in den informellen Teil rüber. Für die, die vielleicht zu spät gekommen sind, wir bitten euch doch, eure Namen, eure Kontaktangaben, vielleicht eine E-Mail oder eine Homepage oder so etwas, plus vielleicht noch ein Stichwort zu eurem Hintergrund in den Chat hier zu stellen. Dann könnt ihr allfällig auch in Kontakt bleiben oder in Kontakt treten im Sinne der Vernetzung. Mark hat freundlicherweise seine E-Mail in den Chat gestellt und ich gehe davon aus, dass man ihm da auch eine E-Mail schreiben kann, wenn es im Nachgang an diese Sitzung noch Fragen gäbte. Wir haben jetzt, und sein Instagram. Ich bin nicht ganz sicher, ob es noch eine Frage gibt von Raffi und von Horst, sonst würden wir jetzt hier langsam abschließen. Vielleicht, Horst, da steht eine Frage, ist biologisch dynamisch out? Ich bin nicht sicher. Möchtest du diese Frage stellen? Oder Marc, möchtest du? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Also biologisch ist sicher noch, also nicht out. Aber ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie die industrielle Agrikultur funktioniert, überdenken. Die Chemie, chemische Agrikultur. Das ist wichtig. Ja. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne jederzeit anschreiben, auch über Instagram. Ich muss mich leider verabschieden. Ich habe noch ein Essen, aber vielen, vielen Dank für die Einladung und es hat mich sehr gefreut, mit euch diese Diskussion und Fragen zu teilen. Ja, also gut, Marc, dann vielleicht schließen wir an dieser Stelle. Ist auch gut. Ich glaube, Raffi stellst du deine letzte Frage noch
dann über E-Mail vielleicht und auch an alle, die sonst jetzt noch etwas hatten, das sie gern stellen wollten. Ich denke, ihr dürft euch gern bei Marc per E-Mail melden. Sein E-Mail ist im Chat. Marc, auch nochmal von meiner Seite, vielen Dank, bist du heute gekommen. War wirklich super spannend, eine der längsten Diskussionen, die wir seit langem hatten. Also dein Thema resoniert stark. Ich glaube, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, das klappt. Ich würde es gern auch mal, also ich melde mich an für eine Besichtigung, wenn wir, falls wir mal dürften. Das wäre echt super spannend. Und ich glaube, man wird sicher noch viel von euch hören. Und ja, ich bin einfach nur gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank. Und schönen Abend. Wenn ihr ein großes Sitzungszimmer habt, dann dort, dann können wir eine offene Runde machen. Ah, das wäre geil, ja. Ja, Marc, eine offene Runde zwischen deinen Pflanzen, das wär spannend. Natürlich. Also. Dann Marc wird sich langsam verabschieden. Wir sind jetzt aber noch hier, vielleicht an alle. Die Idee ist, dass der offizielle Teil so etwa eine Stunde geht. Die Stunde ist jetzt schon leicht überzogen. Deshalb werde ich jetzt auch mit der Moderation aufhören. Im Sinne der offenen Runde möchten wir uns aber auch gern noch mit allen, die Lust haben, informell austauschen. Deshalb bleibt im Chat. Das Einzige, was sich jetzt eigentlich ändert, ist, dass ja, die Moderation hier abschließt. Wenn es euch gefallen hat, kommt in unseren Telegram-Chat Architect for Future Zürich. Wenn ihr mehr Lust habt, ihr könnt auch über die Webseite gehen. Da habt ihr eine E-Mail, um uns anzuschreiben. Bitte kommt rein, kommt in die Arbeitsgruppen, macht mit und vernetzt euch mit den Leuten, die heute Abend vielleicht spannend getönt haben, wo ihr noch eine Nachfrage habt, wo ihr gerne mal ein Projekt machen möchtet. Das wäre toll, wenn das so funktioniert. In dem Sinn, schöne Weihnachten, gutes Neues. Wir sehen uns am zweiten Dienstag im 2021 wieder. Da gibt es auch einen spannenden Input-Vortrag. Das melden wir dann im Chat, sobald er wirklich confirmed ist. Ja, merci vielmals und auf bald. Marc, hey, wirklich super gesehen. Ciao. Ciao. Ciao.